Nehmen wir hier für Limestone. Habe ich mich verklickt? Ich möchte gerne eine Paved Road. Ach, du willst mich veralbern, weil ich da schon platziert habe, oder was? Noch mehr Limestone. Und Limestone. Limestone. Oh, ich habe da oben vergessen. So, und Limestone. Im Augenblick sehe ich nur Goblin-Leichen hier. Und ein mit Horseblatt verschmierte Leiche. Wie sehen meine Coffins aus? Werden noch nicht... hergestellt. Hatte wahrscheinlich auch den Grund, weil mein Anführer im Krankenhaus liegt. Cleaning, Dressing. Was sagt denn unser Krankenhaus so allgemein? Was haben wir denn noch? Thread und Cloth haben wir genug. Splints, Crutches haben wir auch. Buckets haben wir auch. Seife haben wir nur keine. Für Seife bräuchten wir eine Screw Press. Keine Migranten diese Saison. Wie sehen meine Felder aus? In meinen Feldern wird gerade auch nicht wirklich gearbeitet. Obwohl wir mehr als genug Plumpe mit Spawn hätten. Das da können wir mal wieder claimen. Also was hier rumliegt, können wir claimen. Ich verstehe nicht, warum niemand Lust hat, hier zu putzen.
So, wie sieht's bei unserer Wasserversorgung aus? Bovenscheid gibt Wasser. Ja, unsere Potash ist alle. Naja. Wie gesagt, wir versuchen das vor, so lange wie möglich am Laufen zu halten. Muss ja auch zugeben, dass das irgendwie zurzeit besser klappt als so die letzten Fours in Vanilla, also der Nicht-Steam-Version. Weil wir ja da immer gerne mal überrannt wurden. Beziehungsweise im ersten Jahr schon irgendein Werwolf oder so aufgetaucht ist. Fischer hat gerade keinen Job. Geh ich den beiden mal zu, setze ich noch Fischer drauf. Eigentlich will ich die ja hier angeln sehen. Attend Meeting, okay.
Ich platziere hier schon mal einen neuen Koffer. So, jetzt gehen wir hier hoch. Und fangen hier schon mal an, Türen zu platzieren. So. Warum ist hier einer nackt? Ach so, ist ein Baby Dwarven. Dwarven Baby. Mhm. Warum habe ich... Achso, das sind Throne, keine Tische. Tische habe ich hier. So, dann platzieren wir hier mal ein Bett. Und ein Cabinet. Und eine Chest und Military. Hätte ich gerne ein Weapon Rack und ein Armor Stand und eine Statue hier. Dann hätte ich gerne einen Tisch und hier einen Tisch. Hätte gerne hier Chairs, hier ein Chair und dann hätte ich gerne noch hier eine Statue. So. So, jetzt mal kurz gucken. Hier. Das gehört dem General, das gehört dem General, das gehört dem General. Das gehört Bono, das gehört Baron. Das heißt, das hier. Switchen wir um zu ihm hier. Alles. So, und hier oben. Errichten wir jetzt. Die Zimmer für unseren General. 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 So. Das heißt, wenn wir jetzt gucken, brauchen wir noch einen Turm.
Das heißt, wir schnappen uns den hier, machen einen Coffin und eine Slab. Haben wir noch eine Tür übrig? Nein. Das heißt, wir packen auch noch eine Tür hinzu. Ah, Construct Building. Was machen meine Fischer? Du isst und der andere Preparer Fisch. Ah. Jetzt zieht also wirklich Salmon aus dem Ding raus. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Fischer attend meeting. Prepare for fish, ja. Wie sehen meine Farmplots so aus? Sie haben keine Sweetpots angebaut? Haben wir keine Sweetpots mehr? Doch, wir haben Sweetpot-Seeds. Wir brauchen dringend mehr Farmer. Habe ich so das Gefühl. Was passiert, wenn ich hier einfach einen Stockpile für nichts hinstelle? Ob dann einer kommt und den sauber macht? Wir haben neue Mandate. Schilde. Gauntlets dürfen nicht und eine Figur. Okay. So. Und das hier noch engraven, bitte. Ansonsten sind die jetzt alle zufrieden, oder? Ich habe einen Throne Room gebaut. Okay. Der hat jetzt Grand Bedroom, Throne Room und ein Fine Dining Room. Fine Dining Room, Great Dining Room, Great Dining Room. Okay. Schön.
Der Fischer schläft, der Fischer hat keinen Job. Folgen wir dem einfach mal ein bisschen. Hier ist noch alles roher Fisch drin. Warum haben wir hier alles rohen Fisch drin? Auch gut, solange wir rohen Fisch haben, können Sie den ja erstmal preparen. Und ja, hier. Okay, und unser Fischer wurde von einer Strange Mood erfasst. Oder Fey Mood in dem Fall.